Klopp zum Auftakt gegen Farke. Die Premier League-Saison 2019-2020 startet mit dem Duell zweier deutscher Trainer. Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool am 9. August auf den Aufsteiger Norwich City um Trainer Daniel Farke. Titelverteidiger Man City beginnt die Saison auswärts bei West Ham. Am 9. November steigt dann das Duell zwischen Klopp und Guardiola. Kunz sieht mögliches EM aus als Chance. Deutschlands U21-Nationaltrainer Stefan Kunz sieht kurz vor dem Start der Euro ein vorzeitiges Scheitern als Chance für das junge Team. Auch ein Ausscheiden kann ja hilfreich sein für die Entwicklung. Die steht im Vordergrund bei uns. Im negativen Fall zu erkennen, woran es gelegen hat und welche Lehren man daraus zieht, so der Coach im Kicker-Interview. Mainz will Mateta nicht abgeben. Bundesligist Mainz 05 hat einen Verkauf von Jean-Philippe Mateta in diesem Sommer ausgeschlossen. Um es kurz zu machen, wir werden ihn in diesem Sommer auf keinen Fall abgeben, er ist nicht auf dem Markt, erklärte Sportvorstand Ruven Schröder bei Sky. Zuletzt seien mehrere Clubs aus der Premier League und aus Frankreich an dem 21-Jährigen interessiert gewesen. Der Mittelstürmer erzielte in der vergangenen Saison 14 Tore für die Mainzer. HSV-Fans wollen Hymne abschaffen. Die Hamburger Fangruppierung Supporters Club will den Stadionsong Hamburg meine Perle abschaffen. Der Text sei mittlerweile überholt. Wollen wir mal ehrlich sein, Bremen hat uns über Jahre abgehängt, hat uns am Ende immer geschlagen, wenn es darauf ankam. Und wir singen, gibt's für dich hier nichts zu holen, heißt es in einem Facebook-Beitrag. Hässler findet neuen Job. Der Weltmeister von 1990, Thomas Icke Hässler, übernimmt den Absteiger aus der Berlin-Liga BFC Preußen. Der 53-Jährige war zuvor als Coach bei Berlin United ausgestiegen. Ab 1. Juli übernimmt er den Landesligisten und erhält einen Vertrag über 2 Jahre. Zwangsabstieg für Traditionsclubs. In Frankreich müssen der AS Nancy und der FC Sochaux in die 3. Liga zwangsabsteigen. Die Fußballfinanzbehörde DNCG reagiert damit auf die schlechte finanzielle Situation der beiden Teams. Sportlich erreichten beide knapp den Klassenerhalt in der Ligue 2. Die Clubs wollen Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Verfahren gegen Valladolid. Der spanische Verband hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Erstligaklub Real Valladolid eingeleitet. Dem Verein wird vorgeworfen, am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison absichtlich gegen den FC Valencia verloren zu haben, der sich damit die Teilnahme an der Champions League sichern konnte. Laut spanischen Medien sollen wohl 7 Spieler des Clubs beteiligt gewesen sein. Sollte sich der Verdacht bestätigen, droht Valladolid der Zwangsabstieg. Raiola wehrt sich gegen FIFA. Spielerberater Mino Raiola hat beim Sportgerichtshof CAS Berufung gegen seine 3-monatige FIFA-Sperre eingelegt. Wie der CAS mitteilte, werde die Sperre erst einmal ausgesetzt. Die FIFA hatte den vom italienischen Verband ausgesprochenen Lizenzentzug gegen den 51-jährigen Italiener zuvor weltweit übernommen. Die Hintergründe für die Sperre Raiolas, der unter anderem Weltstars wie Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba oder Romelu Lukaku betreut, bleiben unbekannt.